Willkommen zurück zum großen Mario Kart 8 Countdown. Heute mit dem zweiten Teil Mario Kart 64. Und zur Abwechslung mal ein Together. Wir spielen nämlich den Multiplayer-Modus zusammen mit dem Z-Slayer-LP. Ohio und ja, ich bin dabei. Und hi. Ganz genau. Wir werden erstmal einen Grand Prix starten, würde ich sagen. Ja, wäre ich auch für. Aber die Leute auf jeden Fall keinesfalls den Battle-Modus verpassen. Ich finde ihn relativ legendär. Ja. Halt auch wenn es hier nur 4 Kurse, glaube ich, gibt. So, 150er und... Nimmst du immer Yoshi? Ja, irgendwie schon. Yoshi nehme ich in Mario Kart 64 irgendwie immer, warum auch immer. Weiß nicht wieso. Und warum? Ich weiß nicht, vielleicht habe ich zu viel Yoshi's New Island gespielt. Nein. So, ob die Leute dich abonnieren sollen, das entscheidet sich nach deiner Leistung. Ich habe den Turbo-Start nicht hingekriegt, das kann nicht wahr sein. Dabei habe ich dir doch extra noch vor dem Part hier erklärt, wie er funktioniert. Also mir alten Mario Kart-Haudingen braucht man so schnell nichts mehr erklären. Ich komme höchstens durcheinander, weil es sich bei jedem Mario Kart um eine Millisekunde unterscheidet. Ja eben, das ist ja das Ding. So, um jetzt nochmal die Unterschiede zu erläutern. Eigentlich kein Vergleich mehr zum ersten Mario Kart. Das Ganze ist für mich eigentlich das realistischste Mario Kart, sei es mit den Autos, den breiten Strecken, dem Asphalt. Jo. Und was wurde noch geändert? Ja, ich würde sagen, es war ja wirklich auch als Mario Kart 2 angekündigt, so hieß es ja ursprünglich. Haben sie jetzt erst wieder durch Mario Kart 7 durchnummeriert. Was war das für eine Fakebox? Ich weiß nicht, was meine. Ich glaube nicht. Auf jeden Fall war das auch ein neues Item, die Fakebox. Und dazu muss man auch sagen, jetzt sind die Kisten auch wirklich Kisten und nicht irgendwelche Blöcke, die auf dem Boden liegen, ne? Ja, das war auf dem Super Nintendo kaum anders lösbar und die haben sie gleich mal angegeben von wegen, ja, 3D-Polygone. Wobei die Fahrer selbst sind eigentlich nur so Bitmaps. Ja. Das sieht aber eigentlich, Mario Kart 64 ist eigentlich mein Favorit. Nur, dass die neueren Teile Online-Modus und größeren Umfang, da mache ich ein Blatt. Naja, früher war es online ja auch noch nicht so machbar, ne? Ja, ja. Und deswegen sehe ich vielleicht Mario Kart Wii gleich auf mit dem 64er-Teil. Aber wer weiß, ob das Mario Kart 8 wieder auftrumpfen kann. Ich bin ja recht überzeugt von Mario Kart 8, muss man jetzt ehrlich sagen. Auch wenn ich selbst keine Wii U besitze, muss man dazu sagen. Ich finde aber von dem, was ich gesehen habe, sieht es einfach nur cool aus. Ja, dann kannst du ja mein Let's Play anschauen. Kann ich tun. Kann ich aber auch lassen. Nee. So, Vizeplatz hier. Ich du rettest dich noch auf die bessere Hälfte. Bisschen, ja. Da muss man wieder ein bisschen reinkommen. Ursprünglich war ja auch Carmack als Fahrer geplant. Das fällt mir auch so spontan ein hier. Könnte man ja immer noch dazu ziehen. Der ist bis jetzt noch nicht vorgekommen, oder? Das wollte ich nämlich gerade sagen. Carmack ist eigentlich in der Beta-Version von Mario Kart 2 vorgestellt worden und das hat sich verzogen. Gerade wegen Yoshi's New Island ist er ja wieder ein bisschen im Rampenlicht gewesen, aber nein. Stattdessen kam Wario. War der nicht schon mal dabei? Nee, Mario Kart noch nicht, ne? Ich hab dir übrigens einen Anschub gegeben, ne? Wario? Nee, nee, Nur sein Kumpel. Der hatte noch sein Debüt vor sich. Zwar im selben Jahr, 1992, wie das erste Mario Kart, aber... Stattdessen haben sie Koopa rausgetan, das hat mich geärgert, weil Koopa war ja mein Main-Fahrer am ersten Mario Kart. Ah. Und ich musste bis Double Dash warten, bis Koopa wieder zurückkehrt. War ja nicht allzu lang. Stell mal vor, du für mich war es eine Ewigkeit. Gab's eigentlich noch später den Para-Koopa nochmal? Nee, ne? Das war immer Para-Koopa, nur Koopa. Meines Wissens nicht, ne. Nur noch ein Double Dash. Ja. So, die Leute sollten auf jeden Fall dranbleiben wegen dem Battle-Modus. Ja. Gleich noch. Weil das sind ja relativ langweilige Strecken hier im Pilzkörper, aber ich denke mal, zeigenswert, weil die Strecken man am ehesten kennt. Zumal, ich glaube sogar hier diese Strecke, ich bin mir nicht wirklich nicht mehr sicher, ich hätte es mir vielleicht nochmal vorher angucken sollen, welche Strecken dazu kamen nochmal von M64, aber ich meine, die war auch eine davon, oder nicht? Was auf Mario Kart 8 neu? Ja, die hier. Ich glaube, das war die Kumu weiter aus der Wii-Version. Bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, die hier gab es auf dem DS oder so schon. Mal gucken.
schlecht recherchiert. Ja, so sieht's aus. Dabei also, was bist du? Was machst du denn da vorne eigentlich? Ja, ich wollte mich mal hier von der besseren Seite zeigen. Wie wär's damit? Es wird spannend. Die letzten beiden Strecken sind ja auch jetzt ein bisschen kniffliger. Aber guck mal, passt mit der Abkürzung. Spieler 1 ist Platz 1, Spieler 2 ist Platz 2. Passt doch. Ja, du bist auch nur... Jetzt auch mal, um den Leuten zu erklären, dass wir das Ganze online spielen, dass wir nicht nebeneinander hocken. Das ist modernste Mittel, ist es möglich hier. Durch Emulator und. Erklärst du es halt, komm. Sag du auch mal was. Guck, hat schon direkt funktioniert. Das ist doch gemein, ey. Jedes Mal, wenn ich irgendwas erklären soll, dann versage ich. Das war auch letztes schon mal so. Aber naja, das funktioniert ganz einfach. Es gibt so einen, naja, speziellen Emulator quasi, der ein sogenanntes Netplay anbietet. Und damit ist es einfach möglich, über Servern oder wenn man es ganz cool einstellt, also wenn man seinen Router entsprechend präpariert, kann man direkt Verbindungen aufbauen. Und ja, so sieht es jetzt quasi für das Spiel so aus, als würden wir nebeneinander setzen, obwohl wir es nicht tun. Und ja, läuft doch ganz gut hier. Zweiter Platz. Ist auf jeden Fall epic. Werden wir auch bei Mario Kart Double Dash so machen. Ja. Also unbedingt. Was machst du denn da hinter mir mit einem Stern und drei Red Shells, die mir nicht gefallen? Na, warte. Meins. Ah, verdammt. Wir haben schon wieder zwei verloren. Du hast noch voll den... Na, wirst du vor Panzer mir nicht wagen Panzer. Oder nicht? Ich keine krieg ja gar nichts auf die Reihe. Ich krieg keine Items. Ich will ja unbedingt die Abkürzung nehmen. Ja, Pilz brauchst dafür. Ohne geht's nicht. Kann ich auch Toddy nehmen? Weiß man nicht. Muss ausprobieren. Jetzt will ich wieder abschießen, da stellt sich Wario in den Weg. Du hast dich doch mit allen verbündet. So sieht's aus. Wir haben ausgemacht, dass endlich... Aha! Hebt er sich jetzt auf, aber pass auf. Dann werde ich dir noch einen Strich durch die Rechnung machen. Irgendwie schaffe ich das. Oder du schaffst es. Was hat er vor? Lass mich doch mal die Challenge, wenn du das schon gar nicht versuchst. Es geht hier um die Ehre. Ja und? Ich brauch... Banane? Ja. Nein, da habe ich doch einen Pilz und dann das. Ja, jawohl! Scharf, das kann nicht wahr sein. Sehr gut. Aus irgendeinem Grund rutsche ich auch raus, weiß der Teufel. Souverän, souverän. War eine Banane. So, dann. Ja, komm, hat er sich fast selbst abgeknallt, ne? Ja, jein. So, der Zetzler LP, was gibt's zu dem noch zu sagen? War auch schon dabei bei Pokémon Y, haben wir gemacht. Ja. Letztes Weihnachten. Online-Battle da. Episches Battle. Und was noch? Meine Thumbnails gemacht von 2011 bis 2014. Da muss man jetzt mal dazu sagen, mittlerweile hat der Markus gelernt, selbst welche zu machen. Natürlich muss ich immer noch die helfende Hand erreichen, aber naja, immerhin kann das jetzt ein bisschen. Ja, immerhin, jetzt muss ich dich nicht mehr jeden Tag nerven. Nur noch jeden zweiten, gefühlt, nein. So ist es. So geht der Turbo-Start. Früher, vor dem Slayer hat ja der gute Link X2 die Thumbnails gemacht. Der jetzt aufgehört hat mit YouTube. So ist es. Obwohl er mir jetzt noch mal was gesagt hat, da, Ankündigung hier auf Markus Kanal, dass er vielleicht noch ein paar Gameplay-Videos mal online stellen wird. Da hat er schon was hochgeladen. Ach, hat er schon? Ja, ja, ja. Was ich hinaus wollte, aber ursprünglich. Also, das wissen die Leute nicht. Zu welchem Let's Play? Wow, das war knapp. Kannst mal sehen. Das kriegst du zurück. Nein! Na, cool, ich wollte. Wollten Blatt fahren. Zu welchem Let's Play der Slayer die ersten Thumbnails für mich gemacht hat? Na, Ironie pur. Genau dieses Projekt hier. Richtig. Aber natürlich vorher schon mal angesprochen, weil. Ich mal. Das war noch Zeiten, ja. Mein Let's Play zu Mario Kart 64, 2012. Hast da so einen Maxi-Pilz und kürzt dich mal ab? Da hast du recht. Das war selten dämlich. Aber musst dir doch mal eine Chance lassen. Das sagt er jetzt so. Er hat es einfach verpeilt. Um es mal klar auszudrücken. Was macht ein Toddy da vorne? Camping. So. Nein! Gehst du wohl weg? Dann geh halt durch den Sand. Das ist übrigens eine sehr interessante Strecke. Habe ich auch damals schon erwähnt, dass ich da immer versucht habe, in die Schienen da. Kann man sich durchaus. Da kann man langfahren, aber das wird einfach nichts bringen. Nee, ist im Endeffekt länger. Ja, ja, ja. Aber man konnte es. Es war auf dem N64 schon eine epische Sache.
Dass nicht einfach eine unsichtbare Mauer davor war oder sowas? Naja doch, du kannst zumindest nicht durch den Tunnel fahren. Das hätte ich natürlich abgefeiert, damals. So als irgendwie mega Secret oder so. Schade, dass du jetzt nochmal Panzer bekommen hast, weil... Sonst wärst du jetzt... Hast du selbst abgeschossen? Jetzt habe ich gar nicht auf die Punkte geachtet. Spannung pur, es war auch schon die letzte Runde. Die Zeit vergeht wie im Flug hier. Ja. Ich bin ein zweiter. Toddy hat sich den ersten Platz geknallt. Geknallt, genau. Gekrallt da. Ah, guckst du an hier. Verdienter Sieger. Aber war knapp. Habe ich sie schon schnell weggedrückt. Aber wir sehen sie, glaube ich, gleich nochmal, oder? Nee, gar nicht wahr. Du siehst jetzt das Treppchen. Oh Mann, ich sehe es auch jetzt schon. Mit dem 1:1 Schloss aus Mario 64. Übrigens ist das ja auch eine Strecke quasi, also man kann da hinfahren. Das ist richtig und die Strecke gibt es auch wieder auf Mario Kart 8. Ach, die ist dabei. Guck mal, ja. Hier sieht man es sogar. Das ist direkt auf der Strecke. Man sieht die Strecke hier. Du erzählst mir nichts Neues. Aber dein Abonnent. Ja, aber in Mario Kart 8 kann man anscheinend angeblich nicht mehr zum Schloss fahren. Wieso das denn? Das war doch immer diese. Das war doch gerade der Clou an der Strecke. Man ist oder schreib's dann nur mal in die Kommentare. Jetzt, wo wir das aufnehmen, weiß ich das noch nicht genau. Und es gibt wieder den Gulaschtopf. Ja. Mal gucken, ob ich beim Battle... Das ist echt der crazyste Pokal. Ja. Vielleicht versage ich ja beim Battle nicht ganz so. Wäre natürlich schlimm gewesen, wenn Toddy jetzt noch vor mir gelandet wäre. Also so wie es bislang aussieht, sollten nicht eher alle deabonnieren, ne, nach dieser fatalen... Fatalen Leistung. Ist noch zweiter Platz. Von zwei. Na ja gut, jetzt entscheidet sich alles im Battle-Modus. Battle! Den haben wir vielleicht gesuchtet, ey. Wen ich früher immer genommen habe, das war Bowser. Nicht Peach. Let's go! Die lispelt auch so ein bisschen, warte mal, anhören. Let's go! Bowser sah so episch aus, aber der, mit dem ist ja viel schwieriger zu fahren. So, zu Mario. Ja, musst klicken. Klicken, drücken. Nichts. So, Big Donut. Wir können ja definitiv alle zeigen. Es gibt nur vier, aber die waren schon... Genius! Naja, die Regeln muss ich nicht erklären. Jeder hat schon mal Mario Kart Multiplayer gezockt. Wieso versagt ich? Drei Treffer und der Fisch ist rasiert. Jetzt wird er den Treffer hier schon mit dem Dings verursachen. Direkt. Was hast du denn da für einen Geist? Ja. So, man kann ja immer auf der Karte gucken, ob der Gegner sich wegsteuert oder wie auch immer. Na, was planst du denn jetzt? Ich krieg's weg. Na warte, was hat er vor? Wir müssen jetzt. Ja, also muss man auch mal, das wollte ich noch erwähnen, die roten Panzer funktionieren hier ein bisschen anders. Da beschweren sich ja manche drüber, aber die werden erst nach vorne geschleudert und dann visieren sie erst an, also nicht sofort. Na, was machst du da hinter mir? Ah, verdammt. Das kann doch nicht wahr sein, was er da plant. Ich hätte dich rammen sollen. Hättest du, hast du aber nicht. So. Und Fake-Boss. Was machen wir denn da? Naja, ich fahre meine Wege jetzt, ne? Einerseits sind diese... Ich wollte gerade sagen, fällt er wieder rein? Niemals. Hä? Perfekt, das ist genau das, was ich meinte. Na, komm her! Komm her! Okay. Ich glaube, meiner geht länger. Na, was heißt, geht länger? Er geht nicht länger, er ist dann später aktiviert. So! Ich wollte eine Banane. Vergleichsweise langweilige Stages im Gegensatz zu den Nachfolgern. Für uns war das damals. Warum habe ich ihn eigentlich. Warum habe ich den eingesetzt? Bist du denn? Nee. Gar nicht da. Ignorieren mich. Jetzt höre ich mich aber. Hä? Was hast du denn gemacht? Was hast du denn angestellt? Ich bin in meine Fakebox, glaube ich, reingefahren. Der mich ganz einfach abknallen kann und es irgendwie nicht macht. Hab ich doch.
Überleg dir gut, mit wem du es dir verscherzt. Ich fahr jetzt im Kreis. Oh, das war knapp. Was planst du? Mal gucken, was ich so bekomme. Oh, ich hätte es ein bisschen später einsetzen sollen, aber Bananen brauche ich eh nicht. Ist das ein Thema? Na, wann setzt du deinen ein? Wer zuerst zieht. Klingt schon fast wie Yu-Gi-Oh! Hier. Ich dachte eher an den Wilden Westen. Meine Taktik hat nicht funktioniert. Ich dachte einfach, bleibt er da stehen, ramme ich ihn einfach. Das stellst du dir zu einfach vor. Och. Hätte klappen können. So, im ersten Video gab es ja keinen Multiplayer-Modus zu Super Mario Kart, aber da gab es in der Tat auch schon einen Battle-Modus. Mit demselben Prinzip. Aber das war irgendwie lästig. Diese ganzen Barrieren und dass jeder Panzer irgendwie abgeprallt, das ist stundenlang rumgemacht. Okay, machen wir gerade auch. Was planst du mit diesen Sternen? Vor allem, wo bist du? Keine Ahnung. Ich krieg dich noch, ey. Das war nicht schlau. Nee, gewiss nicht. Jetzt können mich nur noch Bananen aufhalten. Oh, Mann. Oder ein Stern. Oder ein gutes Item deinerseits. Also ja, Penny Kommis, auf wen setzt ihr? Ich will die Wetten hören. Oh, das kann doch nicht Gott. Das war ein Schlagabtausch. Der haut mir hier drei um die Ohren und meiner trifft natürlich. Ja, du hattest weil ich erst an ihn vorbeischieße und er dann anvisiert, umdreht und in den Rücken knallt. Ach, Gemeinheiten hier. Das kann man echt nur an dem Spiel machen. Ja, was los? Ich wollte eigentlich gewinnen damit, aber naja. Blockfort, das ist auch in irgendeinem anderen späteren Mario Kart wieder benutzt worden. War das die Wii-Version oder Mario Kart 7? Mario Kart 7 ist überhaupt nicht dabei, da gab es eigene Maps. Block Donut war auf jeden Fall dabei, meine ich. Aber auf die kann ich mich jetzt gerade nicht erinnern. Ich habe den Battle-Modus aber da auch, muss ich jetzt sagen, nicht wirklich gespielt. Oh, jetzt hat Platz gehangen. Jetzt hängt schon wieder. Das werden wir überleben, hoffentlich. Ist ja, wir sind ja hoch angespannt, ich merke das. Ja, also ich kann kaum kommentieren vor Freude. So. Was krieg ich denn Schönes? Ach, noch drei. Wo steckt er? Ist er runtergefallen? Ich doch nicht, niemals. So, wo fährst du eigentlich hin? Genau entgegengesetzt. So, erstmal weg mit den Panzern, ich will vernünftige Items haben. Keine Bananen. So, die Panzer sind, wenn man sie gut einsetzt, gar nicht so verkehrt. Jaja, aber wenn du mindestens genauso viele hast. Das heißt hier mindestens. So, jetzt habe ich mehr als du. Einen. Oh Mann. Oh oh, das war dumm. Ja, wo willst du denn hin? Wow. Ich habe meinen eigenen Panzer abgewehrt. So, da wollen wir mal sehen. Alter, wie ich nett krieg ich den. Schon wieder nur Panzer. Kunstbanausen. Ficken. So, was krieg ich jetzt? Da bin ich wieder Panzer. Banane? Was ist denn für Banane? Wow. Nein! Oh, es hätte was abziehen müssen. Das wär's jetzt. Das war so klar. Was war's? Was fliegt hier überall rum? Grüne. Davon nicht zu wenig. Warum liegen hier so viele Bananen? Was soll denn das? Warum liegen wir nur Bananen und grüne Panzer kriegen? Muss doch mal was Interessantes geben hier. Ich mache eigentlich die ganze Zeit gar nichts. Ich versuch nur mal in deine Nähe zu kommen irgendwie, damit wir mal anfangen können hier. Keine Chance. Ah, das ist doch... Naja, er hatte mal drei zu ab... Das kann doch nicht wahr sein. Ja, ich hab's doch eben auch so gemacht. Umgekehrte Variante.
Komm, schlag mich. Also ich fahr gerne im Kreis und du. Verdammt, ich konnte nicht so schnell drehen. Wie, kannst du nicht? Guck mal, was ich jetzt habe. Das gefällt mir schon. Aber wie sieht der noch an? Ich glaube nicht. Was, warum setze ich den ein? Ah. Fail. Ja, ich komme gerade mit der Steuerung nicht so richtig klar. Ich habe jetzt hier GameCube-Steuerung quasi bis N64. Und das Ganze mit Xbox-Controller. Genau. Das gibt den ganzen, das setzt den ganzen noch die Krone auf. Na, komm. Ja. Absolut fair. Oh Mann. Aber ich habe einen weniger, weil ich in einen grünen Panzer reingefahren bin. Was will ich mit denen? Die bringen mir nicht mal mehr was zur Verteidigung so richtig. Eigentlich kann ich mich nur irgendwo hinstellen. Wenn ich lang genug warte, rast du schon irgendwo rein. Na, was willst du da oben? Erhöhte Positionen bringen dir hier auch keinen Vorteil. Das ist ja wirklich eine miese Strecke für... Jetzt gerade ist eher das Item-Pech, was uns plagt. Ich meine, was wollen wir die ganze Zeit mit? Komm, Duell auf. Ich hab einen verloren. Nein, ich war kein Duell. Zeit für ein Duell. Hast du es gerade gesehen? Das müsste man jetzt in der Aufnahme nachher mal nachgucken. Zeitlupe. Ich habe einen Green Shell geworfen und der ist nicht von der Wand abgeprallt. Der ist einfach durch die Wand durch. Cheater. Wir wollen ja nicht unterschlagen, dass wir eben eine Testaufnahme probiert haben und... Slayer direkt mal hier mit 8 blauen Panzern geworfen hat. Was war denn da los? Da hat der Markus gehackt, der hat mir Hex aufgebrummt. Aber hier ist es alles fair. Ich meine, ich krieg genauso scheiß Items wie du, nur dass du noch einen Sterngrad hast. Ich muss dich nur mal... Hab ich dich gezwungen, ihn einzusetzen? Verdammter Mist. Wir kommen ja auch nicht zu Potte, deswegen ist die Arena ein bisschen böse, aber die Spannung lebt. Das tut sie, weil ich auf keinen Fall verlieren will, obwohl du natürlich gerade noch einen Vorteil hast, weil ich einmal in den Green reingefahren bin. Also jetzt habe ich Angst. Ich muss hoch, hoch, ich brauche eine erhöhte Position. Das ist, jetzt ist in Sachen Item-Pech, da kann ich nicht so zustimmen. Ja. Fake-Box, was sagst du dazu? Geil. Nein! Da machen wir Schluss hier. Nein! Wie er auch einen hat. Das hättest du wohl gerne so gehabt. Gut, dann machen wir eine altbewährte Variante. An den Itemboxen warten und alles einsetzen. Nein, da rase ich ja selbst in meine Fakebox. Okay. Ja, auch einen Stern hat! Ist doch nicht mehr feierlich. Komm her. Ding ist, du kannst dein R einsetzen als ich. Er fällt runter, ich gehe hoch. Mein Fehler ist, ich gucke immer nur auf der Karte. Wo du, was? Aus dem Hinterhalt hier. Aber ich brauche nur noch eine gelungene Aktion und... Na, wer weiß, vielleicht schaffe ich es ja. Das hättest du dir gedacht mit deinem Red da. Was mache ich denn da? Hallo, wie lange willst du den noch halten? Ich frag mich, wo er steckt hier. Ich bin doch nirgends. Ich bin überall und nirgendwo. Na ja, komm, ich will deine Bananen mehr aus der Nähe anschauen. Oh Mann. Was bin ich mit so viel Bananen? Ist vorbei hier. Wow, das ist eine Fake-Box. Die ist aber echt perfekt positioniert, muss ich sagen. Alter, nein! Was hast du gemacht? Bist du in eine Banane reingefahren? So ist es. Habe ich doch zuvor erst platziert dort. Nein! Ah! Ich wollte eine Box einsammeln, das war eine Fake-Box. Ich hab doch gesagt, die sind da. Guck mal, jetzt ist endlich fair hier.
Und ich hab doch gesagt... Aber ich hab da gerade so viel da oben drauf positioniert an Bananen und Fakeboxen, denkt mir, der kurft die ganze Zeit da oben rum, da rast er gleich rein, aber nein. Noch, also ich hab hier keine Rot-Grün-Schwäche. Also ich dachte schon, der Sieg ist mir sicher. Tja. Auf dem Kurs eben. Falsch gedacht. Niemals die... Ja, ist das? Ja, da gab's einen Spruch für. Übermut tut selten gut. Ja, so eine Art. Muss man auch auf LPM-ig irgendwie diesen Spruch einfallen lassen. Wie er mich verfolgt. Ja, ist auch wieder so eine verschachtelte Stage. Jo. Eigentlich auch die billigste, wie ich finde, weil es einfach nur irgendwelche... Also mit mehr Spielern macht das deutlich mehr Spaß, muss man ehrlich gestehen, weil dann hast du um jede Ecke irgendjemanden. Ja, richtig. Das hat man zum Beispiel in Diddy Kong Racing ziemlich gut umgesetzt. Wo ja auch Computergegner dann mit dabei sind in solchen Battle-Modi. Ich hab Angst. Jetzt so gedacht, ich hau ab. Da riskiere ich gerade. Du willst mich jetzt rammen? Da hätte ich jetzt was gemacht, los? Aber ich klau dir deinen Geist. Nein! Das ist das Beste, was ich machen kann. Ah, ich habe jetzt geguckt, kriege ich eine Banane vielleicht, dann kann er ruhig stehlen. Nein. Klaut er deine eigenen Sachen? Habe ich es runter oder bleibst oben? Natürlich Mann gegen Mann hier. Ich hab's schon gewusst irgendwie. So. Was ist los? Na. Egal. Hau ich halt ab. So. Das Ding ist, es ist gar nicht so einfach, hier mal einen Stern zu treffen, sei mal dazu gesagt. Ich krieg das hin in so einem Duell. Ah, meinst du? Ja, du hast mich ja nie die Chance geben lassen. Ich muss dich ja immer herausfordern, wenn du im Vorteil bist. Hätte ich nicht. Krieg dich sogar unsichtbar hin. Nee. Schade. Du bist unten. Ja. Blödes Grün. Ich geh doch lieber. Wie er mit Bande spielt und Erfolg hat. Nein. So muss das. Oh, das. Nein! Was mach ich denn? Die hab ich doch selbst vorhin noch gelegt, meine ich. Ich wollte dich direkt knallen, aber. Ich hab Angst. Da! Das ist gerade fair. Wow! Jawohl! Na! Da ist sogar ein vierten noch hinterher, ne? Da schwebt er. Da geht er in die Luft. Ehrlich. Super sauber Zauberkraft. Und jetzt die schlimmste Map von allem, wie ich finde. Kannst du es noch ausgeglichen gestalten oder. Ich verdachte. Totaler Sieg. Meinst du, du willst in die Mitte fahren? Fahr mal in die Mitte. Sicher das. Geht. Geht. Mann, das geht doch! Was mache ich denn? Ich fahre noch an dem Rand, ich sag extra, na, willst du in die Mitte fahren? Und ich da konnte man drüber, aber da braucht man Vollspeed anscheinend. Der ja, mit der Wii ging es mit Stunts und alles. Ich probier's jetzt mit Vollanlauf. Nein! Schön mit. Junge! Blühen. Ich mache hier, ich will die Stage erkunden, den Leuten mal das Spiel näher bringen. Und du hast nichts anderes zu tun, außer Mord und Totschlag, ja? Ja, ich muss ja jetzt für einen Ausgleich sorgen. Kann ich doch nicht auf mir zubleiben lassen da. Gut, dann machen wir aber die Entscheidung hier. Aber trotzdem, mit Turbostart kommt man drüber. Probierst du es doch. Nee, das ist mir zu riskant. Das ist mir so zu riskant. Na, was hast du vor? Das zeigt sich auch mal wieder, dass es ziemlich Mario Kart untypisch ist, hier mit so einer Stadt und alles. Das ist eher New York, ne? Als irgendwie das Pilzkönigreich. Nein! Guck mal hier, mit ein paar Stil trickst ich ihn hier schon aus. Da hat er sogar einen Stern gehabt. Das siehst du doch wohl. Na, warte. Nein! Ha, ha, ha! Rot, abwarten, du Klappspaten. Euch Kandidaten kann man knicken wie Pappkarten. Das werden wir sehen.
Das war doch mal eine gute Taktik, oder? Ich hab einen Plan, ich hab einen Plan. Nein! Nein! Naja. Na. Geht auch besser. Man kann sich mit den roten Panzern hier auch. Heidi. Ja. Da haben wir's. Wunderschön abknallen. Selbst Nein. abknallen. Jetzt hat man uns in der Situation, wie du mich getroffen hast, wunderschön gesehen, wie die erst anvisieren, wenn sie. Ja, wenn sie Bock haben anzusteuern. Aber eigentlich ist Gleichstand jetzt beim Battle, sagen wir es so. Die letzte Runde zählt nicht. Ja, wollen wir noch im Versus irgendwo? Ja, klar. Können wir mal. Wo machen wir es? Es wäre denn sinnvoll zu zeigen, was ist schön lang. Nee, keine Rainbow Road. Ein Favorit wäre entweder Mario Raceway. Royal Raceway? Royal Raceway, weil wird ja auch neu auf. Oder Bowser's Castle. Oder Yoshi Valley. Yoshi Valley finde ich nicht gut. Auch ein Mario Kart 8 dabei, das würde ich pech. Ich wäre für Dings, also hier. Warte, Bowser. Hier. Wie wär's mit Todd's Turnpike? Naja, das ist zu käsig. Nicht so finalwürdig. Ja, aber da kann man ja dann schön die Unterschiede aufzählen. Oder Bowser's Castle, ja. Aber das haben wir ein Problem mit dem. Ach, egal. Bowser's Castle. Ja, da sind irgendwie die Steinblöcke. Bisschen crazy. Ich habe schon so gut wie verloren. Komm, fahr in den Bob. Wow! Ja, hier sind überall Bomben auf dem Weg. Und tschüss, Mann. Ja, hättest du da! So leicht lasse ich mich jetzt hier nicht austricksen. Genau. Ja, me too. Die haben irgendwelche Schriftzüge drauf, ist auch nicht schlecht. Ja, das ist ein Texturfehler. Und ich warte noch eine halbe Stunde. Irgendwas dagegen einzuwenden? Ja, ich komme gleich wieder in der nächsten Runde, komme ich besuchen. Hat was. Ja. Das war mal eine sensationell epische Strecke. Und natürlich auch eine sensationelle Leistung dazu von mir. Ja, Platz 2 ist doch gar nicht so schlecht. Warst du vorhin noch der Meinung? Und jetzt hängt's. Und jetzt wird es niemals eine Entscheidung geben. Kann ich mit leben. Nee, hat sich doch anders überlegt jetzt. Aber ich kann nicht mehr steuern. Ich kann gar nichts machen. Schade. Also Dann werden wir jetzt mal gucken, wer gewinnt. Das wird noch ein bisschen dauern. Ja, wir können ja eben kurz hier nochmal neu da machen. So, jetzt haben wir es korrigiert und das Duell der Giganten kann beginnen. So, jetzt ist der Turbostart. Ja, das hat er extra gemacht, nur um den Turbostart zu korrigieren. Genau. Ich habe auch nichts anderes gehabt. Duell der Giganten ist auch Duell der Spüllappen. Das Problem ist, darf ich mal gerade hier so erklären, wie ich gerade steuere? Nein. Nein? Gut, dann nicht. Ja, was? Ich habe hier auf der Z-Taste, was heißt Z, also Gamecube, stellt euch den Gamecube-Controller vor und da auf der Z-Taste quasi, da setze ich die Items mit ein und ich fail hier gerade am laufenden Bande, das kann nicht wahr sein. Das ist auch zu herrlich, Nintendo 64-Spiel, ja, mit Xbox-Controller, stellt euch einen Gamecube-Controller vor. Ja, gut, ich weiß nicht, ich glaube hier ist, das ist ein Nintendo-Kanal, da kennen die meisten nur Nintendo-Controller. Ich habe den Wii U Pro-Controller nie in der Hand gehabt, kann ich nicht beurteilen, wie der so ist. Den kann man übrigens auch am PC anschließen. Mit Tricks und. Wieso kriege ich eigentlich Banane auf dem zweiten? Bin ich nicht. Du bist Platz 2, das ist Silber. Was ich ziemlich genial finde, man kann die Bananen hier 50 Kilometer weit werfen, gefühlt. Das so geht auf der Rainbow Road noch besser irgendwie. Die fliegen dann irgendwie, ja, keine Ahnung, schwerkraftlos gen Himmel. Bis zur nächsten Rainbow Road. Sie zoniert euch. Da. Ich muss sagen, ich weiche diesen Bomben immer nur knapp aus. So knapp bei dir? Ja, keine Ahnung. Die machen mir irgendwie zu schaffen. Das war früher nicht so. Ich fühle mich einfach hingezogen zu denen neuerdings. Das liegt an deinen Sprüchen. Ja, also wenn hier jetzt nicht doch, gleich was passiert, dann habe ich ein Problem. Ja, du solltest mal Items machen. Nur so kriegst du Blitz oder sonst was, ja? Ja, also halt nichts. Ja, damit kann ich auch leben. Da. Also ein Sieg nach Mars. Ja, weil ich hier bei dem Swamps gefailt habe, aber nach
Vorschrift, wie hier! Naja, doch ein bisschen eingeholt. Ich sollte die Klappe nicht aufreißen. Nee, du bist schon... Du hast hier quasi den Tunnel schon hinter dir da. Ich nenn's mal Tunnel. Eigentlich sollte man hier Peach spielen, die kennt sich hier nämlich am besten aus. Das ist wahr. Also die geht hier ein und aus. Das war's. Und Yoshinsky bleibt eigentlich immer vor den Schlössern stehen in Mario World. So macht sie es jetzt auch. Siehst du? Passt doch. Tja. Naja, ich denke mal, auf der GameCube werde ich stärkere Präsenz, also beziehungsweise Konkurrenz bieten können. Da ja, hoffentlich ein bisschen spannender dann. Nee, Quatsch, also... Da bin ich eingespielter. Mario Kart ist ja eh nur... Ja, was denn? Nicht eh nur Glück, sondern... Mischung aus irgendwie was. Beiden. Vor allem im Versus ist es auch ein bisschen mehr, da kommt mehr der Skill zum Vorschein, muss man ehrlich gestehen. Obwohl, in diesem Teil ist es noch mehr Skill als im Double Dash. Im Double Dash ist es dann, ja, wer einen Stern hat, gewinnt. Das wird ja immer schlimmer. Aber nicht, blub, zu viele Worte. Ich würde sagen, danke fürs Ansehen, Daumen hoch. Guckt bei Slayer rein und dann ist auch bei Mario Kart Double Dash wieder dabei, übermorgen. Jo. Danke fürs Ansehen, bis dann und ciao. Ciao.